Kochschule. Heute machen wir was ganz Einfaches. Wir machen Frikadellen. Das hat jeder gerne. Ist lange haltbar. Und es ist nicht schwer zu machen. Ist alles ganz einfach. Ich zeige Ihnen das jetzt. Passen Sie gut auf. Wir brauchen dazu folgende Zutaten. Rindshackfleisch, 400 Gramm. Wir brauchen eine Zwiebel. Wir brauchen einen Knoblauch. Wir brauchen Semmelbrösel oder auch Paniermehl in der Schweiz genannt. Dazu brauchen wir Tomatenmark. Und Eiweiß. Ich habe hier schon was vorbereitet. Also, wir brauchen Rindshack, 400 Gramm. Wir brauchen Semmelbrösel, 2 Esslöffel, also Paniermehl. Wir brauchen dazu 2 Eier. Davon nur das Eiweiß, das werden wir dann noch zubereiten. Und wir brauchen dazu eine Zwiebel, eine Knoblauch. Dazu brauchen wir Salz und Pfeffer und noch Paprika edelsüß und Zimt. Wir hacken jetzt eine Zwiebel, ganz schön fein. Auch ich werde Ihnen zeigen, wie das jetzt funktioniert, wenn man es richtig macht. Man hat hier die Zwiebel, man nimmt mal die Hälfte davon, nicht? Dann schneidet man hier, auch hier, den Fingernagel immer schön aufpassen, gell? Dann schneidet man hier mal so fein durch. Die andere Seite auch noch. Wenn man das so macht, über Kreuz alles, dann gibt es schöne Würfelchen. Die kann man auch vielseitig verwenden. So. So macht man die richtigen Zwiebelwürfel, die sehen auch gut aus. Diese gehackte Zwiebeln, die schmeißen wir jetzt hier rein. Wunderbar. Danach hacken wir diese Knoblauch, ich zerdrücke sie immer ein bisschen. Heute macht man das, glaube ich, nicht mehr. Ist egal. Meines Erachtens spielt es nicht so eine große Rolle. Da schneiden wir die auch ganz fein, auch mit dem Grün. Das macht gar nichts. So. Und das da, das schmeißen wir auch hier rein. Danach schmeißen wir diese Semmelbrösel. Diese 2 Esslöffel Semmelbrösel oder auch Paniermehl genannt, schmeißen wir auch hier rein. Jetzt brauchen wir dazu Tomatenmark und 2 Teelöffel Tomatenmark und 2 Teelöffel Senf. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt wird das Ganze noch gewürzt. Nehmen wir ein bisschen Salz. Drei Prisen Salz. Wir nehmen hier
Pfeffer. Am Schluss wird das ganze Brät sowieso abgeschmeckt. Abschmecken ist sehr wichtig. Man sollte nichts rausgeben, wenn man es dann selber probiert hat. Sonst gibt es immer ein bisschen Überraschung. Okay. Wir trennen jetzt das Eigelb vom Eiweiß. Dazu schlagen wir hier mal auf die Kante, nicht? Wie es so üblich ist. Und dann schwingen wir das hier so, das kleine gelbe Bällchen, nicht? Das darf man nicht da reinfallen. Mal zwei. Wunderbar. So. Und wenn mal ein bisschen was Gelbes reinfällt, macht da nichts. Das Ganze wird jetzt schaumig geschlagen. Man nimmt dazu am besten so ein Ding da, so ein Schwingbesen. Dann wird das hier geschlagen. Das sieht dann so aus, nur das Eiweiß geschlagen. Bevor wir dieses Eiweiß unter die Masse ziehen, muss man die Masse erst kneten. Und das macht man am besten von Hand, und zwar mit sauberen Fingern. Hoffentlich klingelt jetzt kein Handy, gell? Das wäre gut. Jetzt haben wir das gut durchgeknetet hier. Jetzt schmeißen wir das Eiweiß hier in die Schüssel. Dann gibt es eine schöne, weiche, zarte Masse. Die wird dann hier runtergezogen. Das Ganze sieht dann so aus, fix fertig, jedenfalls fast. Jeder hat ja so ein bisschen die eigenen Rezepte. Ich selber schmeiße jetzt hier noch Paprika rein, einen Esslöffel Paprika und einen Teelöffel gestrichen mit Zimt. Das Ganze sieht dann so aus. Zimt, Paprika. Und das wieder mischen. Aus dieser fertigen Masse hier, aus diesem Brett, aus dieser Frikadellenmasse, formt man jetzt mit nassen Fingern, mit nassen Händen, damit das Fleisch nicht so dran klebt, kleine Fleischbällchen, ungefähr in dieser Größe. Schöne Bällchen. Diese Bällchen drückt man ein bisschen zusammen. Und da werden diese Dinger hier gebraten in der Pfanne, bis sie schön bräunlich sind. Wir braten jetzt diese Frikadellen in der Pfanne. Man nimmt dazu ein bisschen Öl. Ich selber nehme jetzt Sonnenblumenöl. Sie können auch anderes Öl nehmen. Sonnenblumenöl ist nicht teuer, ist gut, altbewährt. Sie kann auch Olivenöl nehmen, müssen aber darauf achten, dass sie nicht so viel erhitzen. Da Olivenöl kalt gepresst ist, wird es gerne schwarz. Es ist darauf zu achten, dass man diese Fleischbällchen alle gleich groß macht, gleich dick, damit sie auch gleichzeitig durch sind. Und dass sich nicht jemand ein Gefühl hat, der kriegt ein bisschen weniger als der andere. Auch sollte man darauf achten, dass es nicht zu heiß ist, das Öl, sonst wird eh alles schwarz. Schön langsam durchbraten auf mittlerer Hitze. Prost!
Brutzel, Brutzel. Das Ganze braucht ungefähr 10 Minuten zum Braten, 2 oder 4 Minuten, ungefähr so. Alles in allem zusammen brauchen Sie sicher ungefähr 25 Minuten und nicht länger. Und schon haben Sie das Essen auf dem Tisch. Da kriegen Sie nicht mal so schnell bei McDonald's, nicht? Nämlich in 25 Minuten, da können Sie vielleicht erstmal sagen, was Sie wollen. Und das Ganze sieht dann so aus, wenn es fertig ist. Lecker. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und tschüss.